So, mal kurz gucken. Das Ganze mal eh damit. Ja, genau. Erschreck mich, Wecker. Jetzt wollte ich eigentlich mich bereit machen. Okay, fangen wir jetzt an. Go tell and Rhodey. Go tell and Rhodey. Go tell. Was ist denn mit der Kamera los? Ist das nur wegen links? So, Dad. Kurz Brille putzen. Alles sauber machen. Und natürlich Happy Valentine's Day euch allen. Einen schönen Valentinstag euch, ihr hübschen, sexy Menschen. Moment. Ich brauche echt noch einen kleinen Moment, die Brille putzen. So, Band Footage 2 ist seit heute anscheinend draußen. Ein schönes Valentinsgeschenk zu diesem schönen Tag. Und natürlich mal, wenn wir heute uns mal den Kram angucken. Während ich ein kleines Gläschen zum Desinfizieren trinke. Ein kleines bisschen, was Mel mir jetzt hat zukommen lassen. Danke, Mel. Nochmals. Na, guck mal, ein bisschen geht noch. Ja, ein kleines bisschen, aber nicht mehr viel. So. Moin, Techno. Hashtag Prost. So, wir haben auch Jacks 55. Geburtstag. Das Einzige, was mir an Jacks 55. Geburtstag nicht so ganz gefällt, da ich schon mal in die DLCs reingeguckt habe, beziehungsweise in die Trophäen der DLCs, Jacks 55. Geburtstag scheint auf Zeit zu gehen. Das heißt unter Zeitdruck. Das ist so etwas, was mir Gedanken macht. Moin, Evil. Aber wir haben noch verbotenes Filmmaterial. Muss ich in dem Sinne cheers euch allen. Ist auf jeden Fall ganz okay. Brennt allerdings zu. Also nicht so schön abgerundet, muss ich sagen, vom Geschmack. Brennt schon ein bisschen kräftig. Was liegt daran, dass ich krank bin und der desinfiziert gerade alles. So. 21. Ein sadistisches Kartenspiel. Das hört sich sehr verlockend an. Und Töchter. Das werden wir wahrscheinlich rausfinden dann. So. 21. Ein schönes Kartenspiel. Was ich bereits aus den Trophäen rausgefunden habe. Durch die rauslesen konnte, war, es gibt Normal, es gibt Überleben und es gibt Überleben Plus. Bin ich gespannt. Töchter soll die Geschichte der ersten Nacht anscheinend erzählen. Was meinst du, was mit mir ist, Evil? Ich bin die ganze Woche krankgeschrieben jetzt. Aber bin noch nicht ganz wieder fit auf dem Damm, deswegen machen wir heute nicht allzu lange. Das heißt, wir werden heute noch ein bisschen machen. Guck mal in die DLCs rein, das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Am Donnerstag hätte ich sogar noch was Neues für euch, weil wir haben ja noch 14 Tage, bis Horizon Zero Dawn kommt. Da wollte ich nicht nur Resident Evil machen. Also habe ich zwei kleine Rätselspiele besorgt. Gucken wir mal. Das eine hat eine ziemlich gute Bewertung gekriegt, das andere natürlich auch. So, aber wie gesagt, Töchter soll die Geschehnisse der ersten Nacht irgendwie erzählen. Und es hat ein gutes Ende, beziehungsweise ein Moin, Cora, ist schön, dass du auch wieder da bist. Es hat ein wahres Ende und ein schlechtes Ende. Machen wir erstmal den Beginn der tragischen Geschichte der Bakers erleben. Machen wir erstmal die Töchter, würde ich sagen. Ich bin dafür, dass wir erstmal mit den Töchtern anfangen und den Geschehnissen in der ersten Nacht. Von daher, gib Gummi. Oh, spielen wir Zoe? Do we get to play with Zoe? Nee. Jetzt muss ich auch gucken, dass ich mich nicht verbrenne irgendwie.
Und auch gleich mal was Guten durchstarten. Muss mal wieder ein bisschen hochkommen, was die. Es haben im Moment viele, beziehungsweise alle Korei, also ist echt nicht irgendwie selten anscheinend. Oh, Schlittschuhfahren, Evil. Wie hübsch. Na, Evil, du scheinst doch keine 300 zu haben. Tipp mal Points ein, Ausrufezeichen Points, dann weißt du, wie viel du hast. Unwetter bei der Baker Farm. Vor 3 Jahren waren die Bakers nur eine gewöhnliche Familie. Sie hatten gerade ihr familiäres Abendessen abgeschlossen, den Regentropfen lauschend, die während des Essens gegen die Fenster prasseln. Ein friedlicher und stiller Moment. Ihr letzter für eine lange Zeit. Perfekt vorgelesen an und für sich. Ja, unranked sind wir alle, Evil. Ich habe noch keine Ranks gemacht oder so. Reports of a missing ship have rescue crews combing the coast. We'll have the details on that search shortly. But first, record rain over the past few days has left many residents in some of the parishes knee-deep in floodwaters. On radar, we can see the system moving along to the northeast, losing strength as it goes. And by tomorrow morning, we should be home. Any news on the damage from the storm? They haven't said. Wir spielen Zoe. We play Zoe. UN-Sicherheitsrat verabschiedet den Antrag, weiterhin Helfer in Edonia zu stationieren. Evie. Zoe, go get some fresh clothes from the laundry room, okay? Okay. Okay. Jack, ich habe im Wohnwagen für. We'll put her in Lucas's old room. Oh, come on, can't you put her somewhere else? Oh, Lucas, you just hush. Long up on that room. Moin, Mark. Breakfast. You got your big break, didn't you? Get her to bed. I'll put some soup on. Good night for soup, don't you think? Excuse me, Lucas. Das darf ich jetzt? Hey, Lucas. Jack, ich habe im Wohnwagen für unseren Gast ein Bett hergemacht. Ich habe ihr gesagt, sie kann das alte Schlafzimmer haben, aber sie hat darauf bestanden. Marguerite. Mhm. So, we play with Zoe. That's fucking nice. Hey, hey buddy. Hey, hey. There's a change of clothes in the laundry room, dear. Still no luck. Still no luck with the heists. Hmm. Looks better than when we played it, but I. Go on, take that girl some clean clothes. Yeah. Should I? Oh, okay. Oh, we need a lock. Oh, we have a lighter. Yeah, we have a lighter. Wir haben ein Feuerzeug auf jeden Fall schon mal. Ich will natürlich gerne hier erstmal umgucken und gucken, was wir kriegen oder haben. Es geht hier sogar runter. Oh, Lockpack, nice. We will use right away. To have a quick look in here. We get. Da könnte man sich schlimm dran schneiden. Okay, so that seems to be a weapon. Broken bottle. We can't use it, okay. Okay, so we already know where a broken bottle is. Wir wissen also schon, wo eine gebrochene Flasche ist, die wir als Waffe anscheinend verwenden können, hoffentlich. Wollen wir mal sehen.
So. Ah. Nice clean clothes. Mhm. Ja. Ich denke mal, das ist auch schön beabsichtigt, dass es dunkel wird. Aber ich hoffe, ihr seht alles schön, oder? Zu tun, das Fenster im ersten Stock reparieren, mit Sperrholz zunageln, später den Glaser anrufen, Lukas Geburtstagsgeschenk, Elektrowerkzeug, sowie danach fragen. I want to take a look around before we start over. But I... Can I run? It looked shortly as I could, but it seems not. Oh, shortly it looks like I could run, but then again, nope. Can we... Okay, locked. Lukas. Wait, what? Lukas, Februar 2013. Jack und Marguerites 25. Hochzeitstag. Oh, it looks so clean here. Sieht hier noch so sauber aus hier auf einmal. But, goddammit. We are forced to walk normally, so... Cheers. Es sind Opfer gefallen, Techno, es sind Opfer gefallen. Die, die nicht erwähnt wurden, sind natürlich gefallen. Wait, what's with the stairs? Wow. Selbst die Treppe ist ja noch hier intakt. Even the stairs are intact. Nope. Nope. Go up in a while. Wie gesagt, ich will mich erstmal umgucken. Was es gibt, wo es was gibt. Okay. Oh. Wow, Family Wagon. A bike. Ja. Yeah. Das Seil sieht robust aus. Okay. So, there's a rope. Okay. Soweit aber nichts anscheinend. Okay, gut. So, there's a rope. We know where a rope is. We know where a bottle is. Go upstairs later, I guess. Or do we have to go upstairs and give it to her? Uh-uh. 26.10. Hochzeitstag. She can't be in those dirty clothes all night. Einkaufsliste. 4 Eier, 2 Speck, 3 Milch, Waschmittel. Jack, Brillentücher, neue Unterwäsche. Lukas, Kondensatoren, Flashdisk. Zoe, Rasierschaum. Zoe muss sich rasieren. Und wir müssen das Ganze anscheinend nach oben bringen. Okay, so we have to go up. Nice. Und wie ist euer Valentinstag soweit? Habt ihr eigentlich einen schönen, gemütlichen Tag gemacht? Nope. Nope. So clean. Okay. There's another thing where we need a lockpick. Another drawer. I need to pee. It's urgent. So urgent. Okay. It's a bit demolishing that you can't run or anything right now. No lockpick. I want a lockpick for my birthday. I want a lockpick that lasts longer than just one lock. Die Nägel scheinen lose zu sein. Okay. So, when we find something to break it up, we could pull out the nails. Maybe.
just maybe. No lockpick. No lockpick. Maybe there's a lockpick hidden somewhere around. On the ground. Vielleicht ist da ja irgendwie ein Lockpick mal gegen zum Boden hin irgendwo. Ah. There's a fork. Good to know. So with the fork we can maybe refuse the nails there. Later. Not yet. Vielleicht können wir die mit der Gabel rausmachen dann, wenn es losgeht. Bunny, please get her cleaned up and into some dry clothes. I need to check on the boathouse. It was half on the water last I looked. Yes, Daddy. Okay, we are alone with little creepy Evie. Huh? So there's something, okay. I guess it's slightly more riddle time again. Ich denke mal, das wird ja auch wieder mehr rätselhaft als irgendwas. Alright, little girl. Let's get you cleaned up. Jetzt ist noch alles, bevor alles losgeht. They're mine now. What? Okay. Okay. Whoa, creepy. Daddy? Is the power out? Was there a lightning strike? Creepy. So it's all the way dark. Nice. Darkness all the way. Can we? Nope. And we can't go out. Oh wait, is there maybe... Can we now take the fork, maybe? And she's stuttering again. Nein. Nope. Still open. What? What? Daran könnte man etwas festbinden. What the heck? Okay. Where'd that little girl get to? What was that? That was downstairs, I think. Das war, glaube ich, unten. Okay. I now want the bottle. Another one maybe? Calm. Be nice game. Moin Short, alles frisch bei dir. Willkommen. Is maybe the door now open? We can go to the main. It seems like nothing has changed here. Still don't want to run. Permanently at least. Okay. Nope. Okay. Was, Frau Graf?
What the fuck? What is beautiful? Oh, what the fuck? Come see her gift. Look at all the pretties my little girl has given me. Kiss me, lover. What's the hell? Get to the garage. Get some rope. Go now. Oh, fuck. Oh, fuck. What the heck? Oh man, get up. Creepy shit. I'm on my way, Daddy. Okay, let's be quick. I guess we will be too late. What the? No. I have to show her how devoted I am. She wants us all to show her our love. Daddy! You don't want to disappoint her now, do you? We can't do that. What are you talking about? Your new sister, Eve. What the? When I ask for rope, I expect to get rope. I'm just going to have to teach you a lesson. Daddy! No. God, it's you! While you're under my roof, no. As I set you here and be. Haha. Haha. Oh, yeah, I know. Oh, shit. Doorway. Open door. Okay, I see how this works. You can't keep me out. What the fuck, eh? Lockpick, maybe? Lockpick? No? Okay. Daddy? Okay. Okay. I gotta get out of here. What the fuck, eh? What the fuck? Evelyn called me mom. Ain't that sweet? Oh, fuck, it's locked. What the fuck, eh? Why do we have to do this? What the fuck is she doing? Oh,
Hey, Eddie, how's it going, man? She doesn't see sticks. Uh-oh. Uh-oh. Oh, fuck. No, shit. Oh, no shit, Sherlock. No shit, Sherlock. No shit, Sherlock. Give me a hand here, Jack! Get over here, Jack! Are we dead? What the fuck? Why are you doing this? Yo, what's the matter, honey? Don't you want to play with your sister? What the fuck? Whoa, I hope there was a checkpoint. I'm shortly rolling a stick now. And I shortly go to the toilet. Also ich werde ganz kurz mit einer Zigarette drehen, dann ganz kurz auf Toilette gehen. Holy shit. Also, sobald die uns erwischen, war's das. Okay. Interessant. Also, Rätsel im Grunde genommen und Hilflosigkeit wieder. Das ist ja nur der DLC-Shot. Zweite jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Oh, entire crew got wiped out. I'm not lucky in the heist so far. We'll be back. Ah, okay, Ding schon. Das ist ja nur das eine von den Tapes bisher. Okay, let's see. Where was maybe a checkpoint? I gotta get out of here. Where is she right You're now? You're gonna have a little sister, Zoe. Okay, let's see how we can outrun her. Wait, is she coming upstairs now? Vor allem, wo muss ich hin? I think I tried to go back and grab the bottle. Well, I guess she will be just patrolling there. Oh god. The game is getting intense again. Now's my chance. No! No! Shit. That was my chance. Fuck. Oh fuck, she saw me. She saw me. Run. What is she doing? What the fuck? What the fuck? She's unpredictable! Insane and unpredictable. Die Alte macht mich wahnsinnig. Evelyn called me Mommy. Ain't that sweet? Oh, that's due to the PlayStation, Eddie.
I tried. Run. Zoe. No. I'm so sorry. I don't know what's wrong. Stay away. Yeah, I tried to stay don't away. Touch her. Don't hurt my family. I don't understand. I try. Mama, what's going on? I can't turn around. Here, take it. For what is this key? Okay. Oh no, she's coming. I found you. Fuck, he can't come in here. Oh shit, son. Shut up. You ain't real. What the heck? Give me a second. Boah, die arbeiten draußen wieder. What the fuck, ey? Daddy. Can I get the bottle? Can I now get the bottle, maybe? It's a small step for man. A small step for Zoe. One giant leap for me. Can I? Sollte man besser nicht anfassen. Can I use it as a weapon? I can't use it as a weapon. Do we even get a weapon here? And for what is this key? You ain't smart enough to hide from me. Steady. Oh, so zwei Stiche oder sowas machen wir bestimmt heute. I know where you are. Come out now. There's no door. Oh fuck, there's no door. Oh fuck, there's no door. Oh shit, there's no door. Oh shit. Oh fuck. I may should try to get up again out of the... Oh no, I can't go up and into the door. Oh fuck. What am I supposed to do? Oh man. This is sick. What can we use the bottle, goddammit? Oh. I'd expect this behavior from Luca, but not you. Do we have to go up or back to the main hall? Back to the main hall, maybe? Run. Wait, there was the front door. Maybe the front door. Wait. This door, maybe? Can we leave through this door? No, we can't. Good and not good to know. Oh, Mama's gone. Okay, good. Wait, is she gone? Or is she upstairs? No, she seems to be gone. Jesus Christ. I need items.
No. Es ist doch locker mit hier. No. What the heck am I supposed to do? Ernsthaft, Leute. I think we have to go up again. What is here? Something maybe? Or to the garage maybe? What should we do in the garage? Can we open this now? No. Still no item here. Oh boy. Alter, jetzt machen die schon wieder hier dran rum an der Tür. Locked again. So it's, oh no, it's can't open this door. So maybe something now here. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas wieder drin ist. Ist hier was verändert? God damn it! I need lockpicks. Moin Elmo, das ist frisch bei dir. Oh, it's... I see. Also wir können das Ding auch nicht mehr benutzen. Nee, Irrenhaus, ja, wenn. Aber Irrenhaus ist schon lange vorbei. Das ist Band Footage 2. Das Töchter-Tag gerade. Grund, wie alles angefangen hat. So, we have to do something. We have to do something with Jack. The only place I can think of right now is. Oh, what? What? Where are we now? What? Can I open it, maybe? Es ist schön, dass es der Werkzeugkasten von Daddy ist, aber... Lockpick. Anything. Oh, krass. Das ist... I need a fucking lockpick. Okay, so what are we supposed to do? Can... Is there something else we maybe had done with the... Oh, I can't even get back into the room, okay. So it seems a bit linear. But mother's gone now. And she has really problems with running. Oh, Elmo, level up, baby. Still, just one lockpick, maybe? One? We have to do something there, and I guess... Well, I could bet we have to go into the garage. No lockpick here. Still trying to get a lockpick.
try to get into the garage. No, 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 don't, Daddy, don't do it. I burn you. I have a bottle. Come on. Come on. Come on. Ah, shit. Daddy, stop it. Oh, fuck. Oh, the bottle? Really? The bottle? Ah. Oh, now this is how you hurt somebody. Okay, we had to go into the garage, seems like. And the bottle was safe for a moment. Oh, wait. The car keys! Is it the car keys? It's the car keys. Car keys. Whoa. What? Whoa. Leave us. Don't you want to meet your little sister? Now you'll just be in road. Whoa, whoa, no, no, no. Oh, oh, oh. Whoa. Whoa. Boy, what the fuck? Dies ist eine Möglichkeit, wie Zoes Kampf hätte ausgehen können. Aber selbst ein einziger abweichender Schritt kann manchmal alles verändern. Okay, so this is one ending in Seems Like. Sie konnten Zoe nicht zum wahren Pfad führen. Okay, so this seems to be the bad ending. Oh, maybe I get the trophy for it. Yeah. Okay, so this was the bad ending. This was the bad ending. So, we just had one lockpick, and there were two drawers we could open. Or was it three? There are three drawers we can open. So I wonder what happens if we don't get the bottle. So the bottle is downstairs. So what else do we get when we use the lockpick for something else? Interessant, interessant. Da wollen wir doch mal gucken, was es jetzt noch gibt und ob wir das gute Ende von alleine rausfinden. Oh Mel, du hast mich so weit überholt. Alle haben mich überholt. Aber keiner steckt Mikuya und Braincracker, meine zwei Bots. Die haben immer noch am meisten. So, let's see what happens if we take maybe another thing. So, if we just make a little other step, it has a difference on the effect. So, I wonder what. Yeah, we skip it. They haven't said. Marguerite, pick it up. Down another one. I'm coming. Oh. Oh, she's so young. Yeah. How's our other guest? Sleeping, poor thing. Well, I say let her. We'll be okay here for a few days, leastwise till we can get him into town. Zoe, go get some fresh clothes from the laundry room, okay? Oh, looks like I know. Yeah, I remember. Let's get this fresh clothes and into a warm bed. We'll put her in Lucas's old room. Oh, come on. Can't you put her somewhere else? Oh, Lucas, you just heard. Long up. I can't go in here right now. Come on. Got your big break, didn't you? Get her to bed.
Alles klar, Cora. Dann danke fürs Reinschauen. Okay, we get the lockpick. Get the lockpick. Wait. Lockpick. Ja. So, let's see what happens when we open another drawer. And what does the box for Daddy... Do we find maybe an item to open the box from Jack? Finden wir vielleicht irgendein Item, womit wir die Werkzeugbox von Jack aufmachen? Find something to open up the box from Jack, and I bet this will be end or result and a good ending. But can we open a drawer now, or was it closed? Oh wait, okay. And we get kleines Teil. Heck? A button? Wait, that's a button. Okay. So we found a button. Oh, ich hab's noch zurückgemacht. Yay. A button. Why can we use maybe a button? Can we use a button somewhere? It's not the mixer we have a button for, don't we? Also wir haben auf jeden Fall einen kleinen Knopf gekriegt, das ist interessant. Das ist sehr interessant. Ja, stimmt. Stimmt, hier, ja. Bonnie, please get her cleaned up and it's just a dry clothes. Ja, das war für die Lampe, genau. Yes, Daddy. Stimmt, das ist für die Lampe. Aha. Oh, let's look at her and see what's up there. Stimmt. Alright. Es war ja nicht Zoes Zimmer, es war ja Evies neues Zimmer, das alte von Lucas, wo so Evie jetzt ja drin ist. They're mine now. Der Meinung. Ja. Can we then open up the box from Jack? Or was there a third drawer? War da noch ein dritter Daddy? Schreibtisch, wo... War da noch ein dritter Schreibtisch, wo man... Okay. Maybe another. We have to find something up here, I guess. But, nope. An Zoe, ich hab dir gesagt, du sollst deine dreckigen Finger von meinem Notebook lassen. An Dumpfbacke. Oh, du bist ja nur eifersüchtig wegen meiner Hackerfähigkeiten. Das hast du davon. Wenn du dasselbe Passwort für dein Handy und deinen Computer benutzt, Vollidiot. Selbe. So we need a passcode now. So we need a passcode. That was it in the game. So we have to get... Okay. Sein Geburtsdatum, ja. Wann war sein Geburtstag? Scheiße.
When was his birthday? Wait, was it the... I think I remember something. I have a number in my mind. No. God damn it. 10.2. Okay, guck mal. No. Ich könnte unten ja gucken. 13. When was his birthday? On one of the notes it was marked. It was on the fridge, if I'm correct. So am Kühlschrank, wenn ich mich nicht irre. So, but we have to go downstairs first and not in here. Where'd that little girl get to? There was one note on the fridge. What's that? Ah, das Bild, genau. Entweder war es am Kühlschrank irgendwas oder es war an. Naja. 2610. That was the one I remembered. Kondensator, no, there it wasn't. So maybe on his picture back. Ach, run, Zoe. Keep running. Hello? Where'd everybody go? There is him. 2013. So it should be 2013 or 0213. Let's try. Better check the other notes on the kitchen still. Give me a second. I think there was a note back here. On some note it has to be written. No. So what, either... 26.10. Das war der eine. It was just storms. There's no other note, oh. Jetzt denke ich mal nicht, ne. Before we go to her, we go back into the room and try that on PC. Jesus. So we learn to run properly. What else could be the password? Was könnte sonst irgendwie das Passwort sein? Maybe somewhere hidden here. So, 2013. Nope. February 13. Nope. Okay. Hmm. Ja, es war der 26.10. war das, ja. Ne, 26.10. war es. 28. war es nicht. War der 26. der Vermerkung. Okay. The same password for your handy and PC. Same password for handy and PC. The problem is, as soon as I get now to Marguerite, it's done here. We can't go back in here, I think. Also wenn ich jetzt nochmal irgendwie runtergehe und dann zu Marguerite rein und das triggere, kommen wir nicht nochmal hier oben in den Raum. Could it be somewhere around? Nope.
Okay. Von Idee. Hat er denn nicht verdammt viele Trophäen und sowas? Hadn't he much stuff here where he won? No, not yet. Okay. 6-6 now. It's not under the bed, isn't it? Wait, wait. No, it can't be just four numbers in a row, can it? It has to be... What else can I check? Football, maybe? War nicht irgendwie auf dem oder kann ich den Football-Schädel oder sowas nicht irgendwie nehmen und da gucken? Stare and note left. Nope. Nope. Wenn jemand von euch noch eine Idee hat, haut sie raus. If someone has an idea, just put it in the chat. Is it maybe the clock? It's a straight number. I don't think it's a clock. I hope it's not. Not the fork. Ja, das Handy wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, aber die Uhr hat keine konkrete Zahl angezeigt. Das wäre ziemlich waghalsig, glaube ich. Hm. 10, 15 müssten wir, glaube ich, auch schon probiert haben, ja. There's one thing I could try. Wait, there's one thing I will try. If this works... No, no. If this works, I will laugh my ass off. That would be a nice Easter egg. So it's hacker skills. He has hacker skills. Said he has to be hacker skills and stuff. There's one number. Always. If it's this, I will laugh my ass off. Ah. Okay. Was war das andere, was eben nochmal gemeint wurde? 10, 15. Nope. Okay, I thought it is 1, 3, 3, 7. Then I would have laughed my ass off. Wenn das 1337 gewesen wäre, hätte ich mir den Arsch kaputt gelacht. But how is this hidden? Wo ist der Code versteckt? Hm? Where can the code be hidden? In some picture? No. I don't think it will be in a picture. Maybe. Is there something? Wait. How many? But they don't fall off. Okay, they would fall off. No, it's not them. Das sind auch nicht die Würfel. Ich gedacht ansonsten, dass die Würfel vielleicht irgendwie so stehen, dass man es an den Würfeln vielleicht sieht, aber nee.
Wo könnte der Code versteckt sein? I would like to restart and watch him using his cell phone. Would be one option maybe that could we do. Also wäre noch eine Möglichkeit, vielleicht irgendwie nochmal neu zu starten und zu gucken, was er auf seinem Handy eintippt. Is in the garage something hidden? I need just a small information. Ich brauche nur eine kleine Information. Is there a note? Ich denke auch, dass es irgendwo stehen muss, aber... Na gut, wenn es unwichtig wäre, was bringt es uns dann, sag ich mal, da hochzukommen? Ich meine, da hochzukommen ist ja dann auch, sag ich mal, einer der anderen Wege. Dasselbe Code fürs Handy wie... Ja, da, ins Auto kommen wir gegen Ende, wenn wir den Schlüssel haben. Zumindest war das das beim schlechten Ende. Wir haben es ja einmal schon beendet, aber mit dem schlechten Ende. Und das heißt halt, wenn du irgendwas anders da machst, verändert sich vielleicht auch irgendwie das Ganze. Also dementsprechend habe ich jetzt eine andere Schublade aufgemacht und wir haben den Knopf gekriegt, um da hochzukommen. Wait, hier ist Lucas. Wait, Lucas? What? What happened? Are you okay? Wait. There's Lucas. What the hell's going on? Does he have his handy? Wait, if Lucas lies here, where's his handy? Wenn Lucas hier rumliegt, muss er irgendwo das Handy liegen, oder? Okay, I didn't find Lucas the first time. There was a date. There's a thing. Kondensatoren und Flash. 4231. Wait a second. 4231. Ja gut, im Kalender ist ja, sag ich mal, das Hochzeitsdatum markiert. Das hatten wir schon ausprobiert, wie gesagt. Da, hier kriegst du auf jeden Fall eine Glasflasche. Und damit haben wir das schlechte Ende erwischt dann am Ende. Warte mal, wo ist der Code, Mark? Wo ist der Code? Sag mir nicht, wie der Code ist, sag mir, wo es den Code gibt. Oder wo ich vielleicht gucken sollte. Ich habe gedacht, es wäre vielleicht aus dem Spiel vielleicht der, den man eingibt bei der Tür, aber es kann nur 1146 sein, wenn es nach dem Spiel geht. Ja, 1146. Ja, es gibt allein zwei Trophies, Code. Es gibt zwei Trophies. Einmal schlechtes Ende und einmal das wahre Ende. Und es gibt auch noch oben was anderes, was mich interessiert. Es gibt auch noch oben was anderes, was mich interessiert. Es gibt anscheinend auch drei Wege, hier durchzuspielen. Und es gibt oben auch noch Jacks Werkzeugkoffer, den wir auch nicht aufgekriegt haben im letzten Versuch, weil uns da anscheinend auch irgendwas für gefehlt hat. Es muss doch irgendwas noch geben hier. Wir kommen ja auch noch nicht irgendwie rüber ins Großgebäude und danach ist ja, glaube ich, das Zimmer auch zu. Ja, in welchem Zimmer? In seinem Zimmer? Wie gesagt, hier unten in dem Schrank kriegst du irgendwie eine zerbrochene Flasche. Wenn du dann irgendwie zum Auto gehst, irgendwie wärst du da mit Jack up, gehst ins Auto, startest das Auto und wirst dann halt dabei geschnappt und kriegst das schlechte Ende, im Grunde genommen.
Also jetzt haben wir hier im Bad, haben wir das, den Dings aufgemacht und haben dann, wie gesagt, den Knopf gekriegt für die Lampe. Aber in welchem Zimmer? In seinem Zimmer oder was, Marc? Ich gucke mir hier mal gerade alles genau an. Hab ich irgendwas sehen? Weil vielleicht nicht. Baseball, Helm. Ja, Rugby Helm. Decke. Ne, auf der Decke ist nichts. Ah, oh, wait. For handsome letter. Dead. Naja, an der Decke ist nix. American Football. Playful. Ah. 2005, maybe. I guess it's 2005. There was much written on the paper, on the poster. Nope. Okay, that's the other one I hit. Oh. Heck. I thought we had it. Ich denke nicht, dass es viermal die gleiche Nummer ist. A statue maybe something? Nope. What the heck? Die Würfeloberseiten hatte ich auch schon gedacht, aber es sind nur drei Würfel, Mel. Es sind nur drei Würfel. Wait, warte mal. Wenn wir nach dem Alphabet gehen. There's so often dead here. That would be 4. Halt. 4. Would be 4514 dead. Dead as a number would be 4514. Hast du die DLC schon gespielt, Code? Also auch den ersten mit dem Battle Room, also mit dem Schlafzimmer. Da waren die Rätsel und das, wie es versteckt war, teilweise schon ganz gut, muss ich sagen. Was, ich habe die Szene verpasst, in der man den Code bekommt. Ja, es leben ja noch alle, Mark, oder? So we try. Wieso, wo hätte man den denn gekriegt, Mark? I think I will try this one number and then we start over. Since I heard, I missed it already. No. Okay, let's start over.
So it was like I mentioned, we have to watch him while he plays with the handy. Okay. Ja, ich weiß, aber das hat noch nichts damit zu tun. Oh. Oh, she's so young. Let's watch him. The whole time. Sleeping, poor thing. Nein, da stand nicht Lukas' Passwort. Zoe, go get some fresh clothes from the laundry room, okay? Oh, looks like there's some sort of oil spill or something. Yes. Let's get this poor girl some fresh clothes and into a warm bed. We'll put her in Lucas's old room. Oh, come on. Can't you put her somewhere else? Oh, Lucas, you just hush. You've long outgrown that room. Always want to go to bed and breakfast. Okay, his handy is out now, so I need to type in the code again. Get her to bed. I'll put some soup on. Good night for soup, don't you think? Excuse me, Lucas. One zero one nine. Okay. That's a code. Interesting. Good hidden. Good hidden. Change your clothes in the laundry room. There was one thing I thought of, but it's one thing I thought of, but who has known that this code was just a once time chance? Can I maybe? You are in my way. Leave Go it. On, take that girl some clean clothes. That's one thing I thought of watching him in the beginning. Das ist eine Sache, an die ich gedacht habe, aber ja nicht gemacht hatte. Like I said, it was just one thing I thought of but didn't made. Afterwards. So, then we get the button again. If Zoe decides to move again. So here's the button. I can even make it before we start the trouble, I guess. Es ist, ich sage, das Spiel hat schon so seine Momente, Code. Bonnie, please get her cleaned up and it's just a dry clothes. Also auch in dem wie hieß er, in dem Schlafzimmer, die das sie fand ich drück machen sollte, wo es war, sonst fällt es Marguerite auf und sowas. War gut gemacht, ehrlich gesagt. Nein, bleib an, danke. Ah, PC wollte sie ausschalten. So you get the hint here, but I have to get the code before. It was 1019. Yes. Okay. Die Fick-Dich-Liste 2014. Erster Platz 10. Der Alte hat mir direkt einen ins Gesicht gewischt, weil ich beim Essen mein Handy benutzt habe. Fick dich. Dritte. Zehnte. Ich kann kein Wort über Mamas Kochkünste verlieren, ohne angeschrien zu werden. Fick dich. 15. Ich habe Zoe lediglich beim Yoga zugeschaut und sie nennt mich einen Perversling. Fick dich. 6.10. Die Alte war besoffen und hat angefangen, meinen ganzen Mist in den roten Kasten auf der Veranda zu schmeißen. Fick dich. Ah. Okay. So. That's it. That's it. Okay, so let's see if I can open Daddy's stuff or anything else later. Okay, let's trigger everything. And see if we can get no Jack's working tools thing. They're mine now. And what we get there. Also mal gucken. Ooh, code level up. Glückwunsch, Code. Daddy, is the power out? Was there a lightning strike? What, not yet? Okay. Yet? What was that?
Nope. And let's find Lucas. Mindestens, Code, mindestens. Du kriegst auch alle 5 Minuten 10 Cash von meinem Bot in den Schlüppi gesteckt. Dann kannst du dann auch Heists und sowas machen. Wenn du willst. Lucas? What happened? Are you okay? Mhm. Not okay. The rope was... down here, so we should open already the garage. Speed it up maybe a bit. I'm not sure if there was a third desk. I'm not sure if there was a third desk we can open up. Come look. Come see her gift. Look at all the pretties my little girl has given me! Kiss me, lover! What the hell? Get to the garage! Get some rope! Go, now! This footage is so far the most exciting one. This in the bedroom is the most genius one in my opinion from the tapes. Yeah, yeah, close again. Eigentlich sind alle ganz nett. Vielleicht ist Lucas ein bisschen durchgedreht oder so, aber ansonsten sind eigentlich alle nett, muss man sagen. Sonst sind eigentlich alle hier voll die Opfer, eigentlich, was die Bakers angeht. Baker ein Opfer, mir 50-50 ein Opfer. Oh, Code, du kennst sogar noch die Wochenschau. Zurück zu Luke. Clancy dürfte ja der gewesen sein im Hauptspiel, der den Schlüssel für das Ding gehabt hat, im Krematorium, den man da raus hat. Das dürfte Clancy gewesen sein. Nope. It's good, Daddy, it's good, Daddy. No, it's okay. Alles gut, beruhig dich, Daddy. Nicht schreien. So. Okay, wollen wir sehen. Get away! Let's see if we get now something out of the box. So it has to be Daddy's box. But this is something we need to open it, so... Müssen wir hier irgendwas noch haben, damit wir das Ding aufmachen können? Let's see if we can open it. And what do we get? If. It opens. Okay. What the... What? Whoa. Wait, what? What? Are there... Okay, how... Whoa. Okay, now I'm... serious. How long can this DLC be? Wie lang kann der DLC sein, wenn wir einen Hundekopfteil kriegen? Können wir das Hundekopfteil auch jetzt einsetzen? Ist nun... Fehlt denn nur eins oder fehlen mehrere? Is there just one head missing or are there more missing? Looks like it's just one missing.
Looks like it's just one missing. Come out and meet her, Zoe. Run, run while she's stunned. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. I won't turn around, I don't turn around. You're gonna have a little sister, Zoe. Wait, it's just one dog missing. No, 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 what? Oh, it's, no, 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 shit, 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 oh, it's different now, she don't give us the car keys, oh, she don't give us the car keys, and vanishes then. Get over here, Jack! Fuck. Fuck. Why are you doing this? Yo, what's the matter, honey? Don't you want to play with your new sister? She is. Okay, okay, okay. It was a checkpoint, I hope. It was a checkpoint, I hope. I gotta get out of here. Go into the room where nobody likes you. Come out and meet her, Zoe. Okay. Evelyn called me Mommy. Ain't that sweet? Oh, fuck, eh. We're out. Jeez, we made it out. We made it out. Holy shit, how far is this DLC when we make it this way? Is there something maybe? Jeez. This is heavy. Well, it's heftig, ey. Look at everything. Can we open this? Nope. So we made it out of the house. Interesting. So it can be quite longer. How far can I go in here? Am I gonna find something? Ich vermisse Mad TV. Mad TV war klasse. Die Wunderhake 5000. Ich werde sie niemals vergessen. Okay, so what are we going to do? Besides checking everything. The way to the bayous is closed. Good to know. Also zu den bayous, der Weg ist auf jeden Fall zu. Ja, Mann, der Kaffeetyp war klasse. Ja, es ist ein Sturmfeuerzeug, Evil. Es ist ein Sturmfeuerzeug. Wir haben doch hier einen Sturm, also muss es auch den Sturm überstehen. Is there an option to go here?
Genau. Is there something? Or did we just have to make it out here and go into the trailer, change our bra for sweet little Ethan? Ethan. Okay, let's go into the trailer. Check outside again. Nope. Nope. What? Yes. Whoa, there is Mia. Oh. I'm not sure if I should feel good about Mia right now or not. Ich weiß nicht, ob ich mich wegen Mia gerade gut oder schlecht fühlen soll. Change your bra. Don't forget. Alles klar, Evil. Dann danke fürs Reinschauen. Wie ist die Tage dann? I'm not sure if I should like that Mia is lying around here. I refuse to. Liebe Familie Baker, danke, dass Sie mein Leben gerettet haben, aber bitte vergessen Sie alles über mich. Ich hatte den Auftrag erhalten, eine wichtige Fracht auf dem Schiff zu transportieren. Sich mit mir oder jener Fracht zu befassen, kann nichts als Ärger für Ihre Familie verursachen. Großen Ärger. Bitte nehmen Sie keinen Kontakt mit der Polizei oder den Staatsbehörden auf. Tun Sie einfach so, als wären wir uns nie begegnet. Und Sie haben mich gerettet. Nehmen Sie diesen Ratschlag als meinen Dank. Wenn Sie ein etwa 10-jähriges Mädchen in der Nähe des Schiffs sehen, dürfen Sie sich ihr nicht nähern. Nur sie nicht zu verärgern. Wenn Sie sich bereits auf irgendeine Weise unwohl fühlen, fürchte ich, dass das Schlimmste bereits geschehen ist. Ein Schicksal schlimmer als der Tod, etwas, das in keinem Krankenhaus geheilt werden kann. Es tut mir so leid. Aber es gibt einen Weg, es aufzuhalten, Serum. Wenn es in je... Die sind auf... Okay. Ja, Packerlos kenne ich auch noch. Der restliche Text ist schwer lesbar. Mhm. D005. Sister. Moin, Darksider. Wait for it. What the no? No, 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 not again. I think I fell asleep. Well, well, now look who's decided to join us. What the heck? Smell of shitty coffee, Zoe. Lucas. You okay, dear? There was a lot of excitement from that storm last night. I'm fine. I had the weirdest dream last night. There was this little girl. Well, now, after breakfast, Lucas and I are going to have a look around and see if the storm did any damage. You two should have a look around the house. That's a good idea, Jack. You remember the last hurricane? We thought we were lucky. And the next time it rained, there was a mess for sure. Hello, sister. Okay. Is this the good ending now? Is this a true ending? Und so beginnt Zoes einsamer Kampf. That's a true ending, I guess. Sie wird ihre Tage damit verbringen, ihrer jetzt wahnsinnigen Familie zu entgehen, auf der Suche nach dem Serum für Mias Brief. Die Nächte sind von den mörderischen Festmahlen der Familie gezeichnet und Evelyns Körper wird verfallen, während die Monate vorübergehen. Schließlich wird Zoe Ethan begegnen, ihrer besten Hoffnung, das Serum zu finden, aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Und der Horror nahm seinen Lauf. Alter, wenn man mal überlegt, sie hat eigentlich 3 Jahre lang mit ihrer Familie überlebt und eigentlich ist ihrer Familie eigentlich entgehen müssen. 3 Jahre. What the fuck? So, this seems to be the true ending. Is this the true ending? That's the true ending. Nice. That is actually nice. And the true ending. Mal ganz kurz was notieren. Muss ich da mal irgendwie einen Zettel... Verdammt! Licht!
Bring mir Licht. Es werde Licht. Ah, es werde Papier. Okay. Also das war auf jeden Fall das gute Ende, beziehungsweise das wahre Ende. Wenn man sich mal überlegt, sie hatte eigentlich dann 3 Jahre lang, bis Ethan kam, ihrer Familie eigentlich entgehen müssen. Oh, schon irgendwie heftig, muss man ja sagen. Also. Okay. So, das hätten wir dann schon mal. Das heißt, wir werden uns jetzt, denke ich, mal noch 21 ansehen. Nachdem ich mir noch ein kleines Kippchen gedreht habe. Aber es ist interessant, es gibt wirklich nur einen Dietrich und 2 Schubladen. Und je nachdem, für was man sich entscheidet, muss man halt wirklich auch gucken, dass man halt das Richtige macht, um halt das gute oder schlechte Ende zu kriegen. What the fuck, Code? What the fuck? Naja, also, war auf jeden Fall ein guter Story-Deal, muss ich sagen. Ich fand es auf jeden Fall krass, dass der Code für Lucas PC war auf jeden Fall gut versteckt. So dass selbst wenn man eigentlich es in den Raum hochgeschafft hat, erst den Hinweis dann kriegt, dass es derselbe fürs Handy ist und dann auch auf die Idee kommen, erstmal Lucas sein Handy im Grunde genommen zu beobachten, wenn er da irgendwie am Anfang noch in der Küche rumstreuen hat. War auf jeden Fall nice, muss ich sagen. Es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ich denke mal, es ist auch ein gutes Pendant zu Schlafzimmer, was ja auch ziemlich gut mit Rätseln übersät war, wo es ja auch das ein oder andere zu knacken gab. Aber wir werden uns jetzt gleich erstmal 21 ansehen. Also, auf in 21. Ah.